Das muss man wollen. Man muss sagen, ja, ich will das, ich will es hier auch im Schwarzwald. St. Blasien, eine kleine Stadt mitten im Schwarzwald. Ein mächtiger Dom, tief verwurzelter Katholizismus und junge Menschen, die sich hier wohlfühlen. Eine Landschaft, die das Arbeiten schwer, aber das Leben schön macht. Weit abgelegen und doch mitten im Leben. Das ist mein Geburtstagskuchen. Eigentlich wollte ich selber backen, hatte aber wirklich keine Zeit, ist keine Ausrede. Schulbeginn am Kolleg in St. Blasien. Angeschlossen das Internat. 860 Schüler und mittendrin Jesuitenpater Marco Hubrich. Marco Hubrich ist seit 2 Jahren der Leiter des Internats. Die Schule ist eine angesehene Privatschule. Die Schüler kommen aus 25 Ländern der Erde. Marco Hubrich hat in der Tradition der Jesuiten Theologie und Philosophie studiert. Er unterrichtet auch, allerdings Psychologie und nicht Religion. Ja, diese Erwartung enttäusche ich natürlich. Ich habe auch Psychologie studiert. Das ist meine große Leidenschaft und deswegen unterrichte ich hier tatsächlich Psychologie. Es gibt auch genügend Religionslehrer, aber eben keine Psychologielehrer. Und deswegen mache ich das sehr gern. Den größten Teil des Tages ist er jedoch mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt. Schüler, Eltern, Mitarbeiter. Bei Marco Hubrich läuft alles zusammen. Friedensgebet für die Ukraine. Innehalten in der Pause. Leben in einer Jesuitenschule heißt auch gemeinsam leben und beten. Ich sehe vor allen Dingen den Auftrag, dass die jungen Menschen hier Erwachsene erleben, die auch über den Glauben mal sprechen können und die auch mal beten, mal vorbeten, mitbeten. Wann kann denn junge Menschen mal mit Erwachsenen über ihren Glauben wirklich reden? Marco Hubrich ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche für die Kinder und Jugendlichen da. Er lebt mittendrin, ist Vater, Pädagoge und Familie zugleich. Er kümmert sich um all die praktischen Dinge, die Renovierungen der alten Schlafräume. Und er hilft, wenn nötig, auch bei den Hausaufgaben. Und, wie geht's? Ja, ganz gut, Hausaufgaben. Ja, wir müssen ein bisschen dafür üben. Na, kriegst du schon hin. Ich fühle mich verantwortlich, dass es den Kindern hier gut geht, dass sie sich wohlfühlen, dass sie glücklich sind. Und es lässt mich jetzt nicht ruhig, wenn ich sehe, hier ist jemand wirklich unglücklich, aus welchen Gründen auch immer. Ich lerne eben auch, was junge Menschen heute interessiert. Und da denke ich manchmal auch falsch. Der mächtige Dom ist nun sein neues Zuhause. Vor seiner Zeit in St. Blasien hat der Jesuitenpater in Rom studiert. Die dunkle Seite der Schule, die Missbräuche in früheren Zeiten, das ist für ihn Vergangenheit. Er kann hier neu und frei gestalten. Liegt natürlich auch daran, dass man, wenn ich hier Chef bin, ich natürlich viele Sachen mache, die man vielleicht nicht machen könnte, wenn man jetzt nicht Internatsleiter wäre. Aber ich erlebe meinen Orden nicht als einen, der einengt. Und die Schüler, auch sie fühlen sich ja offenbar nicht eingesperrt, sondern aufgehoben. Zwang oder Druck von Seiten der Kirche gäbe es nicht. Jeder wird in diese Gemeinschaft mit aufgenommen. Wir haben uns quasi alle wirklich lieb, weil keiner eben diskriminiert wird wegen seiner Religion oder sonst was. Ja, wird halt immer ein bisschen Spaß gemacht. Katholisch Internat ist alles super streng und es wird nichts erlaubt. Man darf irgendwie keine Freundin haben und alles Mögliche, aber das ist überhaupt nicht der Fall hier. Hier ist es viel einfacher. Es ist ein kleines Dorf, jeder kennt jeden, man kann zusammen irgendwo hingehen und verliert sich nicht. Man findet sich auch überall. Das ist total cool eigentlich. Während die Schüler draußen ihre freie Zeit genießen, spricht der Internatsleiter drinnen die Termine für den nächsten Tag ab. Feierabend gibt es für ihn nicht. Was soll ein Internatsleiter mitbringen? Also ich würde sagen, grundsätzlich die Bereitschaft, tatsächlich sich hier in den Dienst nehmen zu lassen. Und zwar wirklich 24/7. Also das muss man wollen. Man muss sagen, ja, ich will das, ich will es hier auch im Schwarzwald. Marco Hubrich ist in St. Blasien angekommen. Für den Geburtstagskuchen mit den Kollegen legt er sogar eine kurze Pause ein. Stärkung für einen langen Abend in seinem Internat.